Ganz vorsichtig. Knallt sofort raus. Irgendwo ist ein kurzer. Hier vorne, die hat Strom. Hier hängen drei Rechner dran. Die mir versteckte Hose hier vorne hängt hier dran. Das Kabel geht nach ganz da hinten. Ich sag mal, mehr als sechs Rechner hängen an dieser Dose jetzt hier nicht dran. Also ein Stromausfall soll es ja echt nicht mehr geben, normalerweise. Teilweise ist es so, dass Leute ihre Wasserkocher oder Mikrowellen mitbringen und die belasten unser Stromnetz halt extrem. Außerdem kommen halt solche Probleme wie Kaskadierung zusammen, dass die Leute halt ihre Mehrfachsteckdosen bei uns an unsere Steckdose anschließen, dann der nächste Teilnehmer halt wieder seine Mehrfachsteckdose an die Mehrfachsteckdose des anderen und so weiter und so fort. Immerhin, zwei konkurrierende Pizzadienste freuen sich über die Blackouts. Durch den verzögerten Turnierbeginn werden schon jetzt massig Pizzen geordert. Bevor es richtig losgeht, müssen Sugar und Ministro schon wieder heim. Wir wurden rausgeschmissen. Warum? Weil wir noch nicht 18 sind. Wir gehen um die indizierten Spiele, die dort drin gespielt werden. Und da das eine geschlossene Gesellschaft ist und die von Jugendamt auch Stichkontrollen gemacht werden, dürfen wir an diesem erhabenen Gefühl nicht teilnehmen, wenn wir 18 sind. Stress, man muss sich erstmal wieder entspannen. Das war ja mit dem ganzen Schleppen und Einrichten, Netzwerk einrichten und jetzt muss erstmal der Blutdruck gesenkt werden. Lehnt man sich zurück und guckt erstmal, welche Turniere man spielt. Meldet sich an und dann fängt man langsam an, sich warm zu spielen. Ganz langsam. Ja, das, wenn ich das jetzt so erzähle, jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, dann klingt das so ein bisschen doof, weil es klingt dann halt so schießen und so weiter. Ne? Also es läuft dann halt so, dass jeder Spieler hat die Kontrolle über eine Figur, die sich in einem Level, also in einem Gebäude, bewegt und kann halt diese Figur steuern. Also, Guido an Eingang, ich hab den Armor. Komm hinterher. Lass ihn kommen. Lass ihn schießen, komm zurück, Scheiße. Komm zurück. Mega Hells. Warte, ich komme. Er ist tot, Vorsicht. Sorry. Okay. Lass mich vor, ich hab Plasma. Aber beeil dich, der wartet ja immer. Da ist keiner, da ist Freibahn, hol dir die Plasma. Garrett, nur Dritter. Was denn? Nur Dritter. Nein! Vorsicht. Du hast gerade Papa ganz gut getroffen. Komm zurück, ist alles freie Bahn, komm. Zum Beispiel heißt das hier Raketenwerfer, aber es macht halt nichts anderes als... dass da vorne so eine Kugel rauskommt, wenn man auf den Knopf drückt. Und jetzt ist es das Ziel, also jede Figur hat eine bestimmte Anzahl an Energie. Und jetzt ist es das Ziel, die Energie von der gegnerischen Figur auf null runter zu kriegen. Indem man halt mit diesen Kugeln, die auch Raketen genannt werden, versucht, den anderen zu treffen. Im Spielerlager immer noch Warm-up. Von der Pizzafront dagegen wird es schon heiß. Also von der anderen Firma wurde, also unsere Karten wurden eingesammelt von der anderen Firma. Das haben wir auch noch nie erlebt. In der Konkurrenz wird gesagt, ihr arbeitet mit unlauteren Methoden. Unlautere Methoden, dass ihr die Karten eingesammelt habt? Ich weiß nicht, ich habe keine Karten eingesammelt. Wenn sie so rumzickt, ich weiß nicht. Wir haben ja auch organisatorisch waren wir auch besser. Wir haben ja gleich von Anfang an unsere Karten verteilt. Wenn die nachher erst verteilen, kann ich das machen. Wir haben unsere Platznummern hier aufgeklebt für jeden Tisch. Und organisatorisch haben die gar nichts auf die Reihe gekriegt. Und jetzt benutzen die auch unsere Nummern mit. Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja auch ganze Arbeit davon gehabt. Das Problem hatten wir auf dem Mecker-Symposium auch. Was war's? Zwei verschiedene Netzphasen. Das richtig fettes 50-Hertz-Brummen auf der Leitung. Wie willst du reden? Das ist ziemlich evident, weil es ist A ein Synchronsignal und B ist es wirklich ja, in jedem RG und B sind deutliche, sehr sichtbare Streifen drin. Ja. Okay, wir haben den Grund. Das Problem ist, er beunruhigt mich.
Aber das ist 400 Partygästen erstmal gleichgültig. Sonst an die Langsamkeit des Internet gewöhnt, fasziniert sie die Geschwindigkeit des Partynetzwerks. Ich möchte sagen, und wieder einmal haben wir die Welt gerettet. Ein gutes Gefühl. Samstagmorgen, 3:30. Der Krieg der Clans, eher ein Happening ohne Ende. Die Leute werden wahrscheinlich pennen gehen, aber es werden nicht alle pennen gehen. Es werden genug Leute durchmachen und im Großen und Ganzen sind es fliegende Wechsel. Es geschlafen wird in Schichten und es wird nie wirklich ruhig werden. Prinzipiell. Das Frühstücksbuffet wird noch eine weitere halbe Stunde aufwarten. 6 Stunden später. Quake 2 geht jetzt ins Achtelfinale. Ich passe auf, dass die Paarungen korrekt zusammenkommen. Das ist jetzt hier bei Quake 2, 4 und 4 jetzt der Fall, dass wir die Paarung für die nächste Runde soweit fertig haben. Das Ergebnis können wir jetzt auf unserer offiziellen Webseite sehen. Beim Turnierverlauf, das ist jetzt bei Quake 2, 4 gegen 4, haben wir die zweite Runde erreicht und hier sehen wir dann die Paarungen. Hier sehen wir, dass halt diese Organisation Seek and Destroy gegen das Team Goff TT spielen muss und halt das Team Fusion gegen die Hood Effect Foundation antreten muss. Neustart! Das ist ein Theater. Ja. Immer auf deren Server, ey. Kannst du vergessen, was ich denke. Halt den Lift. Einen hab ich. Gegner Rocket Launcher oben. Mann! Lift hier, komm, Raketen, ich brauche Raketen. Ja, ich komme. Ich treffe aber nichts heute, gar nichts. Kommst nicht rein. Wir haben die Map unter Kontrolle. Dann ist es sehr schwer für die anderen wieder einen Tritt zu fassen. Autsch. Das war die Railgun. Ein Schuss und tot. Ja, ich bin tot. Mega ins Raum. Muss ihn erstmal kriegen. Brenn ist sauber. Mann, oh Mann, ey. Mann! Naja. ...126-52. Aber ich meine, zwischenzeitlich waren es auch wirklich nur zwei. Das wäre sonst 92-50 geworden. Und? Ja, was soll ich sagen? Wir haben gewonnen. Unsere Taktik, die wir uns vorgenommen haben, ist nicht ganz so aufgegangen. Aber das liegt daran, dass wir sie nicht so exzellent durchhalten konnten, wie wir wollten. Aber so in der Summe kann man, glaube ich, zufrieden sein. Zumal das die Map, also die Map-Wahl des Gegners war. Das heißt, die zweite Map, die zweite Halbzeit, die wir spielen, das ist unsere Wahl. Und ich prophezeie mal, es ist unsere Spezialität, aber das wissen die natürlich auch, was wir da machen. Für mich ist Gewalt nur etwas an, also von Mensch zu Mensch oder von Tier zu Mensch oder so, aber nicht in so einer virtuellen Welt. Das ist einfach nur Spaß. Und das ist wahrscheinlich dieser Cowboy-Indianer-Instinkt, den wir irgendwie schon mit 9 oder so erlebt haben, wo man irgendwie versucht, so Peng Peng, du bist tot. So. Aber ich glaube, wer ein bisschen normal im Kopf ist, der kann da sehr gut unterscheiden zwischen realer Welt und der Spielwelt. Früher Nachmittag. Besuch aus der realen Welt. Der Huder Bürgermeister kommt vorbei. Man muss auch dazu sagen, dass das eine sehr friedliche Veranstaltung ist. Also es ist wirklich so, sowas von ruhig. Das ist ein Computerfreak, ne? Die Leute setzen sich an ihre Rechner, spielen. Es gibt hier nicht den geringsten Ärger. Es streitet sich keiner. Die Leute kommen gut miteinander klar. Okay, mein Ding wäre es wahrscheinlich nicht, aber das muss ich auch nicht haben. Ne? Das ist
Das müssen die jungen Leute für sich entscheiden. Und damit auch dann umgehen dann halt auch. Ne? Aber ich glaube, mein Betätigungsfeld ist ein anderes. Ich lebe etwas friedfertiger. Spaß macht das unter 400 männlichen Spielern einer einzigen Frau. Mir macht Spaß. Ich spiele auch dieselben Spiele. Bin es natürlich nicht so gut. Aber ich übe. Warum natürlich nicht so gut? Also, Weil ich nicht den ganzen Tag davor hänge wie die meisten Männer. Eine Frau hat ja noch andere Sachen zu tun, ne? Sportlich? Ja, was ist Sport? Also irgendwie was mit Ehrgeiz, gewinnen wollen, Spaß haben. Das ist das, was da sportlich dran ist, der Wettkampf. Und halt die Parallelen, die zum Sport gezogen werden. Sprich, es werden Turniere veranstaltet, es werden ähnliche Regeln verwandt, also K.O.-System, Vorrunden, Gruppen, Auslosung und sowas alles. Ansonsten, also wenn ich meiner Mutter erzählen würde, dass ich so Sport treibe, dann würde sie mich bestimmt auslachen. Dann geben wir die Muni aus! Ich klopf gleich! Aber ich finde, wir verkaufen beide die gleiche Ware. Wir brauchen uns auf das Niveau nicht runterlassen. Nochmal, was hast du davor gesagt? Sag es nochmal bitte. Wir verkaufen die gleiche Ware. Richtig. Wir brauchen uns auf das Niveau nicht herunterzulassen. Welches Niveau? Das Niveau, dass die ankommen. Oh, Pilsen schmecken scheiße. Das haben wir nicht gesagt. Das ist wohl unterste Klasse, ey. So. Das musst du derjenigen Person ins Gesicht sagen, die das gesagt hat. Ja, die ist aber nicht hier. Wie soll ich das denn sonst sagen? Du musst es mir doch nicht sagen. Sie kommt doch gleich. Habe ich doch gerade gesagt. Nein, ist ja gut. Dann warte ich auf sie. Ja, siehst du. Ja, gut. Dann sagt er das mal. Wie oft denn noch? Das Anti-Quake-Video ist das. Das ist vom Mecker-Symposium 2K-1. Kann man sehr schön sehen können. Pizza-Boykott im Clan Saddam. Hier gibt's nur Suppe. Also ich habe mir jetzt dieses Wochenende 16 Stück geholt. Aber ich werde eventuell noch welche ausleihen von Freunden. Denn das sind doch hart 48 Stunden. Das DM64-Match startet in genau 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los! Um Mitternacht ein Höhepunkt. DM64, eine Quake-Version als Deathmatch mit 64 Kriegern, beginnt. Danke für den Tipp, meine Jungs. Tot. Oh, fuck. Jeder gegen jeden, über 30 Minuten. Ja, man muss eben zusehen, möglichst schnell eine möglichst effektive Waffe zu erlangen und dann, ohne selber bei drauf zu gehen, möglichst viele Gegner auszuschalten. Die meisten Abschüsse schafft ein Zivildienstleistender. 225. Ich weiß die Zeit jetzt nicht, aber... Ja, danke. Aber jetzt muss ich mal eben wohin. Hey, hallo, sie redet mit dir. Ja. Was ist zur Beruhigung, oder? Eine Abwechslung, ne? Man kann nicht nur töten und morden, man muss auch mal Karten spielen. Und außerdem schöne Musik hören. Das ist genau das, was das braucht man. Man kann nicht 3 Tage nur Menschen töten. Nein, keine Pizza mehr. Wir können auch nicht mehr lächeln. Wir können auch nicht mehr laufen. Ja, genau. Seit 34 Stunden laufen die Computer. Nicht nur für Ballerspiele. Viel wird ja aus dem Internet gezogen. Viele haben auch kein Internet, so wie ich zum Beispiel. Und jetzt gegebenenfalls die MPEG-3-Lieder. Zu Hause kann ich mir sie nicht runterziehen und auf so einem LAN-Party ist das denn hier vom Vorteil, dass man denn hier vom Kollegen die dann runter hat, runterzieht. So wie zum Beispiel hier, habe ich jetzt nicht viele, aber immerhin einen Batzen. Werden hier auch viele Pornos ausgetauscht? Ja, sehr viel. Sexbilder, Videos, die sie aus dem Internet haben, werden da klar angeboten. Ne? Also das ist sehr begehrt. Sonntagvormittag. In Hude bietet das Orga-Team weit mehr Komfort als auf LAN-Partys üblich.
Hier gibt es sogar Waschräume und Duschen. Ja, denke ich mir mal schon, ja. Wie lange hast du geschlafen? Jetzt so, keine Ahnung, 5-6 Stunden sowas, ja, 5 Stunden. 5 Uhr bin ich ins Bett gegangen, ja. Darf ich weiter? Ja, cool, danke. Etwas später heißt es durchhalten. Die Finalrunden beginnen. Ja, immer sag, wenn du da bist. Im Quake 2 trifft Bully Bullhans Clan auf Xerxes von MTW, Mortal Teamwork. Alles Roger, Baby. Ah, fuck, einer kommt von der Megahertz. Doch, eigentlich schon. Nur geht da Map Restart nicht. Yes! 30 Frags haben wir geholt. 30 Frags, das kann für Test 2 reichen. Boah, hab ich geholt, ey. Boah, heftig. Okay. Und der Gewinner des Capture the Flag Turniers in Quake 2, MTW. Ja. Glückwunsch. Ey, ihr habt euch ja Mühe gemacht. Alle euer Saturn nochmal herzugeben. Helle Schütze. Ja. Naja, ich meine, es war nur ein Sieg bei 4 Turnieren. Das muss normalerweise 4 von 4 sein. Also ich sag mal, ist schon ganz nett und ist eigentlich auch unerwartet, aber ich bin nie zufrieden. Niemals. Er ist Perfektionist. Aber Red freut sich bestimmt. Hey, wir sind durch. Freuen. Ich hätte mich lieber gefreut, wenn ich eben im 1-1 Hunter geschlagen hätte, aber CDF ist okay. Ja, üblicherweise ist es so, dass die Spiele, die wir hier verteilen, die meisten Leute schon haben. Also richtig interessant wird es eigentlich nur, wenn das entweder Spiele sind, die noch nicht rausgekommen sind, oder wenn das Hardwarepreise sind. Das ist dann so das, wofür eigentlich gespielt wird. Das ist halt beides schwer zu bekommen. Es gibt also einige Spieler, die kommen dann auf so eine Session und gewinnen dann 5-mal dasselbe Spiel. Und irgendwann so spätestens ab dem 3. Spiel ist dann die Freude etwas geringer. Das ist so. Für das Orga-Team noch eine weitere Nachtschicht. Ballerland muss aufgeräumt werden. Die Clans reisen nach 48 Stunden zurück in die reale Welt. Ja, bei der nächsten Party will ich wieder 4 erste Plätze sehen. Machen wir nochmal eine Besprechung, ne? Ach, so scheiße war es nicht. Naja, hast du recht, CDF haben wir immer nochmal abgeräumt. Ja, ich meine, du bist D-Perfektionist Nummer 1, von daher. Ja, einer muss ja immer meckern. Ja, damit was zum Besser machen. Ja. Kann man immer nur Loblieder singen, wird man nicht besser. Ja. Aber es reicht, wenn wir einen davon haben, das ist echt. Ja, Jungs. Bis dann. Ja. Schön, dass ihr da wart und so, ne?